Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendkursa. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich präsentiere heute aus dem Steam Workshop. Downloading findest du natürlich in der Videobeschreibung. Er stellt ganz von Sepp Lines, hat aktuell Nullsterne, weil nicht genug Bewerter davon sind und wurde am 18. März 2022 hochgeladen. Also, du brauchst nicht lange in deiner Bibliothek suchen nach diesem Coaster. Er müsste eigentlich relativ am Anfang stehen, wenn du nicht welche mit Hashtag irgendwas abonniert hast. Ansonsten ist er sehr weit oben in deiner Liste und jetzt halte ich fest. Es gibt keine, niente, nada, null, nix Tool Creation Set Dinger, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und es handelt sich um ein Blueprint. Heißt, Terraforming und Wege sind nicht gespeichert. Dafür kannst du das in einen bestimmten Park integrieren. Jetzt denkst du dir aber, hör mal, ich sehe doch da Terraforming. Ja, du hast recht. Du hast vollkommen recht, weil auf dem Screenshot sieht man Wasser. Da habe ich mir gedacht, weißt du was? Ich gönne heute mal. Ich bin in Gönnerlaune. Deswegen gönnen wir hier einfach mal Wasser. Und das Lustige ist, du platzierst den, der ist schon perfekt ausgerichtet. Du brauchst ihn nicht höher, dich tiefer setzen, der ist schon perfekt ausgerichtet, also bei mir zumindest. Und dann, ne, dann nimmst du hier das ganze Terraforming-Zeug weg, ne, dann machst du hier platt, dann kommt da nachher Wasser rein. Bevor du Wasser reintust, steht da auf einmal, pass auf, da steht erst Hide me, don't see me oder irgendwie sowas. Und dann steht da Water Level. Das Water Level habe ich gar nicht gesehen. Und ich dachte, okay, ich bin genau richtig, hoffe ich jetzt einfach mal. Ansonsten bin ich einfach gespannt. Wir fahren natürlich einmal im Hellen und einmal im Dunkeln, selbstverständlich. Und ich fand diese Bahn ultra interessant. Natürlich habe ich mir die Beschreibung, naja, ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich lese sie mir nicht mehr durch. Auf jeden Fall ist da nichts zum Runterladen. Das überfliege ich tatsächlich. Meistens, manchmal, öfters, selten. Aber ich überfliege es und es steht nichts mit Mods drin. Ich überfliege es manchmal, selten. Du weißt, worauf es hinausgeht. Auf jeden Fall habe ich irgendwas von 2,5 Stunden gelesen. Ich kann kaum glauben, dass das Ding hier in 2,5 Stunden gebaut wurde. Kannst mich gerne korrigieren, wenn du die ganze Beschreibung durchgelesen hast. Und ja, wir sehen auf jeden Fall hier eine Burg. Und wir sehen hier ein Steelcoaster. Das habe ich schon mal mit meinem fachmännischen Auge erkannt. Wir gucken uns mal ein paar Details an. Also ich bin echt auf die Beleuchtung gespannt, weil ich habe jetzt einen Screenshot gesehen mit Beleuchtung. Das sah schon ganz ordentlich aus. Wir haben hier selbstverständlich Palmen. Ich habe mal eine Frage. Also ne, von hier aus sieht das ja super Bombe aus. Ne, also es gefällt mir echt gut. So, dann gehst du näher ran und dann siehst du, dass die Palmen hier durchgehen. Hier auch. Also bin ich der Einzige, ich wollte Einzigste sagen, weil ich vom Niederrhein komme, aber bin ich der Einzige, der darauf achtet, dass zum Beispiel die Palmen jetzt ein bisschen weiter wegstehen? Weil es wäre mir tatsächlich jetzt nicht so aufgefallen, wenn ich jetzt nicht gerade so geschaut hätte. Ich weiß nicht, also vielleicht bin ich da auch so ein Monk, der so, naja, darauf achtet und keine Ahnung, naja, vielleicht sollte ich nicht immer so genau drauf achten, dann wird das alles schneller gehen, weil wenn ich mir angucke, 2,5 Stunden, würde ich nicht hinbekommen. Bin ich ganz ehrlich, würde ich so nicht hinbekommen. So, dann haben wir hier genauso das Flackern. Ne, ich würde da wirklich so, weiß nicht, so wubbeln. So hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, dass das so ein klein bisschen übersteht und dann hast du das Wubbeln nicht mehr. Warte mal, ich möchte mal ganz kurz was wissen. Das wubbelt sich ein. Achte mal. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Pass auf, Ende. Warte. Und Ende. Krass. Das wusste ich tatsächlich wirklich nicht. Es sieht auf jeden Fall echt gut aus. Und ich bin mal gespannt. Also wir haben hier eine übergeneigte Blue Fire Kurve. Und ich würde sagen, wie kommen die Gäste eigentlich hier hin? Die Gäste stehen so wartungsvoll da hinten. Ne? Die wollen hier unbedingt hin. Denken sich so, oh geil, neue Achterbahn mit super Terraforming. Wie kommen wir da hin? Ja, mit dem Boot natürlich. Ne, du musst hier ein Boot mieten, das, ich wollte gerade sagen, ein bisschen schwebt, aber ist nicht so. Ist ja keine Person drin, sonst wäre er ein bisschen tiefer. Ja, wo gehen wir jetzt rein? Warte, Wege sind nicht gespeichert. So, wo haben wir Los Eingangos? Den Eingang, das hier mit dem Netz finde ich auch sehr cool. Tatsächlich, gefällt mir echt gut. Vielleicht wäre das was für meine Piratenstadt, die ich schon seit Ewigkeiten fertig bauen wollte. Genauso das hier. Ne, da bin ich halt einer, der wirklich darauf achtet, dass, aber es ist okay. Also wenn du von Weitem guckst, tatsächlich. Und wie viele gucken sich das von Nahen an? Aber ich glaube, ich werde immer so bleiben. Das ist so ein Rundweg, ne?
Warte mal, da ist der Ausgang. So, dann haben wir hier den Eingang. Das Problem ist, wie gesagt, Wege sind nicht gespeichert. Das wäre dann hier irgendwo und dann könnt. Ich glaube, es gibt keinen richtigen Eingang. Kann das sein? Weil man läuft immer im Kreis und deswegen haben wir jetzt auch keine richtige Warteschlange. Weil ich müsste halt spekulieren, das wäre halt hier unten, wird die entlang gehen. Ja, dann wirst du hier außen rumgehen vielleicht. Warte, die hört jetzt auf zu wubbeln. Sehr schön. Sobald du die Kamera bewegst, wubbelt es wieder. Aber das Ganze gefällt mir echt gut. Weißt du was? Wir machen heute ohne Anstehbereich, weil das wird ein bisschen zu kompliziert. Und deswegen, wir gucken mal die Tagesfahrt. Los Tagesfahrtros. The Day Drive. Ride, Entschuldigung. Launch Coaster. Ich habe mir gerade einen Namen ausgedacht. Festgestellt. Oh, sehr langsam. Ach, das war's schon. Ich habe irgendwie mit mehr gerechnet. Es ist ein Lounge Steel Blue Fire Overhead Coaster. Sensationell, oder? So, gucken wir uns mal die Statistiken an. Statistiken, Spaß. Hatte ich 6,80. Nervenkitzel 4,53, Übelkeit 1,28. Wir haben eine Fahrdauer von 36 Sekunden, eine Streckenlänge von 402 Meter, Maximalgeschwindigkeit 76 km/h, Durchschnittsgeschwindigkeit 40 km/h und tiefster Fall sind 16 Meter. So, schalten wir mal in den Nachtmodus und dann gucken wir uns das ganze Ding einmal bei Nacht an. Und ja, die Screenshots haben auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Es sieht sehr, sehr passend aus. Wobei ich immer noch am Überlegen bin, warte mal, hier ist die Beleuchtung, also hier, ne, ist die, wie heißt das eigentlich? Lampions? Champions? Nein, Champions sind Pilze. Lampions. Hier sind die Lampions. Also das wäre der Weg wäre hier. Aber wo soll denn der Anfang sein, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Wir haben hier irgendwie zwar eine, so eine Insel mit einer Brücke verbunden, was halt auch sehr toll aussieht, ne? Hier hast du halt so ein Fort. Fokus. Ein untergegangenes Schiff und so weiter. Das sieht alles toll aus. Aber wo ist der Eingang oder beziehungsweise der Anfang vom Eingang? Weil hier ist der Eingang, dann wird sie hier runtergehen theoretisch. Hier wird sie entlang. Ich hab... dann wird sie hier... Ja, dann wär sie hier und dann wär sie ja schon wieder beim Ausgang. Könnte sein, dass hier der Eingang ist und hier der Ausgang. Theoretisch gesehen. Oder hier ist der Eingang, da ist der Ausgang. Man weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall. Mit 50 Hs. So. Wir fahren jetzt selbstverständlich einmal im Dunkeln, damit wir uns angucken, was das Nachtspektakel uns bietet. Ich konzentriere mich jetzt ein bisschen mehr auf die Fahrt als vorher auf den Namen. Den Typ meine ich, Entschuldigung, den Typ. Kommen wir mal zu einer Bewertung. Also, ich finde den Coaster tatsächlich nicht schlecht. Ich lasse jetzt außer Betracht, dass das 2,5 Stunden sind, weil die Bauzeit betrachte ich nie. Ne? Also wirklich, die lasse ich jetzt außen vor, weil es gibt wahrscheinlich andere Bahnen, die sind 1,5 Stunden gebaut. Oder man kann hier einfach das Grüne vom Himmel schreiben. Einfach so. Deswegen lasse ich die einfach außen vor. Was mir sehr gut gefallen hat, war die Strecke. Was mir nicht so gut gefallen hat, war die Strecke. So blöd das jetzt gerade klingt, aber ich hatte ein Element, was mir nicht so gut gefallen hatte, das hatte ich während der Fahrt ja schon gesagt, das war dieses hier. Wo du so langsam durchfährst, da fehlt mir irgendwie der Schwung. Die ganze Bahn hatte tatsächlich einen Flow. Ne, du bist hier schön überall rumgefahren, war eigentlich alles tutti frutti und dann fährst du hier rein und fährst hier ultra langsam durch. Ich bin mir nicht sicher, aber doch, ich bin mir sicher, da ist kein Break verbaut worden, aber das ist, was mir so bei der Fahrt ein bisschen gestört hat. Das war so ein bisschen unsmooth.
ne, so ein bisschen unsanft. Da, siehst du, guck mal, was da an Geschwindigkeit rausgenommen wird. Gefällt mir tatsächlich persönlich nicht. Kann natürlich, ist eine persönliche Einstellung. Ich gebe der ganzen Bahn 4,5 Sterne. Weil persönliche Glitches sind mir jetzt nicht so aufgefallen. Oder? Sind mir jetzt hier so Glitches? Nee, Glitches sind mir jetzt nicht aufgefallen. Das Geflacker lasse ich jetzt mal außen vor. Das kommt ja sehr, sehr oft vor. Ja, also von meiner Seite aus ist diese Bewertung gerechtfertigt. Ja, das sehe ich so. Wenn du anderer Meinung bist, darfst du mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.